spiele schnell hintereinander zwei Abschläge, eines Teil A-Moll oder eines A-Moll 7. Du musst nicht alle sechs Saiten anschlagen. Spiel danach einen Aufschlag. Hier ist das markante Single Note Riff abgebildet. Spiele einen Abschlag und einen Aufschlag auf dem Teil D-Dur Akkord. Noch ein Abschlag auf dem Teil D-Dur, danach ein Abschlag auf dem C-Dur Teilakkord. Auf dem letzten Offbeat noch einen Aufschlag auf den hohen drei Saiten, wie du ihn schon zu Beginn gemacht hast. Die Tabulatur ist nur eine grobe Richtlinie des Riffs. Es muss nicht bei jedem Durchgang genau gleich klingen. Die Tabulatur ist nur eine grobe Richtlinie, wie du das Riff spielen kannst. Höre dir vorher das Original an und spiele das Riff so, wie es für dich am originalgetreuesten klingt. Wichtig ist, dass du durchgehend Sechzehntel spielst, das heißt, die Anschlagshand sich konstant im Sechzehntel-Rhythmus auf- und abwärts bewegt. Der Zwischenteil ist abwechselnd A-Moll und D-Dur, ohne das Single-Note-Riff. Im Original spielt ein Piano mit. Wie in jeder Dur-Tonart steht auch in G-Dur auf der ersten Stufe ein Akkord in Dur, gefolgt von 2 Moll, 2 Dur, 1 Moll und einem halb verminderten Dreiklang. In der Tonart A-Moll steht auf der vierten Stufe kein D-Dur, sondern ein D-Moll-Dreiklang. Also müsstest du, um in der Tonart A-Moll, C-Dur, Dorisch zu spielen, einen D-Moll-Akkord verwenden und einen G7. Man kann auch noch einen F-Dur reinnehmen, damit der dorische Sound rüberkommt. Wenn du eine Akkordfolge A-Moll, D-Dur spielst, dann spielst du A-Dorisch in der Tonart G-Dur. Du kannst auch A-Moll, D-Dur, C-Dur Akkorde spielen. Du kannst die Akkordfolge von Le Freak auch auf einen Looper aufnehmen und damit A-Moll-Pentatonik oder die Blues-Tonleiter üben. Auch wenn du mit der A-Moll-Pentatonik improvisierst, kannst du immer den Ton Fis reinnehmen.
Beim Improvisieren ist es wichtig, Akkordtöne zu spielen. Mit der Akkordfolge kannst du auch hervorragend mit Tönen aus der A-dorischen Tonleiter improvisieren. Da hast du noch den Ton Fis drin, der über den D-Dur-Akkord hervorragend klingt. Und hast auch die Note H drin, die Sekunde bzw. die Nonne vom A-Moll-Dreiklang. Interessant ist, dass der Ton C auch gut zum D7 passt. Der Ton C ist die Septime des D7-Vierklangs. Du kannst über D7 auch die Note Fis spielen. Oder mit einem ganz schnellen Slide vom Ton F zum Ton Fis sliden. So könnte man, wenn gerade der C-Dur-Dreiklang im Hintergrund zu hören ist, anstatt der Note C die Note E spielen oder die Note G, die auch Bestandteil vom C-Dur-Akkord sind.